Und bei uns im Studio darf ich Ihnen den Alternsforscher, Herrn Professor Christoph Englert, vorstellen. Er kommt aus Jena. Herr Englert, wir Menschen sind immer älter geworden in der Vergangenheit. Wie viele Jahre sind denn für uns eigentlich drin? Gibt es da eine maximale Lebensspanne? Sie haben recht, die mittlere Lebensspanne des Menschen hat sich kontinuierlich erhöht. Ich glaube aber, 120 Jahre ist vermutlich das Maximum, was wir erreichen können. Zeigt auch die Tatsache, dass die älteste Frau, die es heutzutage gibt, eben 122 Jahre geworden ist. Aber das ist eine Vermutung, es könnte auch noch weitergehen. Das ist eine Vermutung, die aber gut durch Empirie, durch einige Milliarden Menschen bisher, ja viele Milliarden Menschen bisher unterstützt wird. Es ist eben keiner noch älter geworden als 122. Nun haben wir gerade im Beitrag gelernt, dass die Evolution sozusagen kein Interesse daran hat, dass wir besonders alt werden. Aber wir Menschen haben natürlich ein großes Interesse daran. Inwieweit können wir dieses Wissen um die Gene und um dieses Gen FOXO tatsächlich nutzen, um uns vielleicht noch länger leben zu lassen? Ja, also dieser Beitrag, glaube ich, hat sehr schön gezeigt, dass es eben Modellorganismen gibt, aus der wir etwas über das Altern gelernt haben. Mhm. Eines davon ist Hydra, es gibt daneben noch viele andere, Drosophila und so weiter. Dieses FOXO-Gen gibt es bei uns Menschen auch in verschiedenen Ausprägungen. Und es sind eben die Studien an diesen Modellorganismen, die unser Wissen über Altersforschung weiterbringen. Mhm. Und konkret anwendbar? Anwendbar ist es durchaus, denn wir können natürlich die Aktivitäten dieser Gene, zum Beispiel FOXO, versuchen zu erhöhen. Das würde dann in einer, wenn das alles so stimmt, dass FOXO eines der lebensentscheidenden Gene ist, eben unser Alter tatsächlich verlängern können. Wir können die Aktivität von diesen Genen beeinflussen oder zumindest es lernen, sie zu beeinflussen. Mhm. Nun ist es bei Hydra ja so, dass sie sich asexuell fortpflanzt, aber gleichzeitig unsterblich ist. Bedeutet das, dass man im Leben sozusagen einfach nicht alles haben kann? Ja, das sprechen Sie einen sehr spannenden Punkt an. Tatsächlich kann sich Hydra asexuell und auch sexuell vermehren. Und diese Unsterblichkeit ist auf den asexuellen Vermehrungszyklus beschränkt. Wenn Sie Hydra dazu zwingen oder Hydra dazu zwingen, dass sie sich sexuell vermehrt, das geht auch, dann wird sie plötzlich sterblich. Also man könnte sagen, der Sex, den wir haben, beziehungsweise die Sterblichkeit ist der Preis für Sexualität. Weiß man eigentlich, warum wir altern? Warum altern wir überhaupt? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und tatsächlich relativ offen. Die Idee ist, dass es keine Selektion darauf gibt, dass wir besonders alt werden, weil wir eben, wie im Beitrag auch angesprochen, mit der Reproduktion unser Sinn, unser Ziel im Leben bereits erfüllt haben, im Sinne der Evolution. Biologisch. Ja. Biologisch. Es gibt auch noch eine zweite Vermutung. Es gibt eben Gene, die zum Beispiel reproduktive Aktivität erhöhen, aber dann im Altern von Nachteil sind. Also auch das ist eine Theorie. Gene, die eben vielschichtige Wirkungen haben, eben in der Jugend positiv, im Alter negativ. Aber ich meine, die Natur steckt ja doch ziemlich viel Energie da hinein, uns groß werden zu lassen und uns schließlich in ein Alter zu bringen, in dem wir dann fortpflanzungsfähig sind. Man könnte doch, wenn diese Fortpflanzungsfähigkeit noch länger andauern würde, könnten wir ja noch mehr Nachkommen in die Welt setzen. Also es wäre doch rein energetisch betrachtet von Vorteil. Das wäre es, aber vermutlich hat die Natur in Anführungszeichen eben auch ein Interesse an einer gewissen Pluralität. Also sie hat kein Interesse daran, dass einzelne Individuen die Population dominieren. Denn die Umweltbedingungen ändern sich und deshalb möchte die Natur die Evolution aus einem genetischen Reservoir schöpfen können. Und dazu ist es eben sinnvoller, viele Menschen vermehren sich zu einem gewissen Prozentsatz, also wenige dominieren die Population. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Englert. Danke Ihnen.